Ja, was hat dir am meisten geholfen abzunehmen? Ich habe mich tatsächlich, also was mir am meisten geholfen hat, ist, mich mit den Gerichten auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit den Lebensmitteln. Gestartet bin ich mit Low Carb, das war dann relativ schnell nicht so meins. Und dann bin ich ins Kalorienzählen übergegangen und da habe ich mich dann angefangen, mit den Lebensmitteln wirklich eins zu eins auseinanderzusetzen. Und das war, würde ich jetzt auch behaupten, im Nachgang so das A und O. Ja. Aber hattest du vorher schon mit dem Thema Ernährung zu tun oder bist du voll neu eingestiegen, um abzunehmen? Tatsächlich fürs Abnehmen, ja. Ich hatte da vorher gar keine Ahnung von. Ich habe einfach irgendwie Pasta, Pesto, Käse, alles immer rein. Ich meine, das Übergewicht kam ja nicht von irgendwoher. Und ja, eigentlich damit dann erst. Also meinst du, die Struktur hat dir geholfen und bewusst zu werden, auch was man isst? Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also irgendwann habe ich das auch gelockert, weil irgendwann kennst du ja alle Lebensmittel und weißt auch ungefähr, ja, wie viele Kalorien haben die, wie viel kannst du davon essen. Und ich bin irgendwann auch vom Kalorienzählen weg ins Intuitive tatsächlich. Aber dafür musste erstmal der Grund rein, dass ich weiß, welches Lebensmittel hat überhaupt was. Das Verständnis Ja, dafür. Der Kopf muss genau. irgendwie mitschalten, Ja. denke ich auch. Wenn du so zurückblickst, beschreib mir doch mal, kannst du noch nachvollziehen, was du früher so für Essgewohnheiten hattest und was sich am meisten jetzt geändert hat? Ja. Also bei mir war erstmal, dass ich gar keine Bewegung hatte, also wirklich fast gar nicht. Also mein Alltag bestand aus zu dem Zeitpunkt noch Schule. Dann bin ich nach Hause, habe eine Riesenportion gegessen. Irgendwas, meistens Nudeln, wie ich eben schon gesagt habe, mit Pesto und Käse. Da habe ich mich erstmal hingelegt, dann habe ich erstmal geschlafen. Abends habe ich mich dann mit Freunden getroffen, dann sind wir zu Meckes gefahren oder zu wo auch immer hin. Haben wieder gegessen und uns auch nicht bewegt. Ne? Ja. Und Frühstück gab es aber schon, Das oder? gab es auch, aber das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf. Rot wahrscheinlich irgendwie auf irgendeine Art und Klassisch, Weise. ja. Ja. Also so viele Ja, Kohlenhydrate, so hört sich das an, von viel morgens bis Fett. abends, ja. Ja. Okay, und was hat dich dann motiviert zu sagen, jetzt ist Schluss? Ich habe tatsächlich mit 19 Jahren 140 Kilo gewogen und für mich war klar, okay, du hast jetzt eine Wahl. Entweder du machst so weiter und unter Umständen geht es dann wirklich in große Krankheiten rein oder du änderst jetzt was. Und das war tatsächlich kurz vor meinem Ausbildungsstart bei Neute Küchen, dass ich gesagt habe, du hast jetzt noch 3 Monate bis Ausbildungsstart und jetzt fängst du mal an. Und das war dann tatsächlich auch so, dass ich in den 3 Monaten die ersten 20 Kilo abgenommen hatte. Wow. Hast du denn schon immer gerne gekocht oder hast du die Leidenschaft erst entwickelt mit der neuen Ernährung? Tatsächlich erst durch die neue Ernährung. Also ich habe früher eigentlich fast gar nicht gekocht oder immer irgendwas Schnelles oder irgendwelche Fertigprodukte. Und das kam jetzt. Und mittlerweile koche ich wirklich leidenschaftlich gerne, ja, auch außerhalb von Social Media. Und wo holst du dann deine Inspirationen, um neue Rezepte zu entwickeln, die du ja auch mit der Community teilst? Tatsächlich ganz gemischt. Erst überlege ich meistens in meinem Köpfchen, auf was hätte ich jetzt so Lust, dann was ist leicht in den Alltag zu integrieren. Also meine Rezepte sind ganz oft relativ einfach, weil jeder weiß es, nach Feierabend hat er jetzt keine Lust, sich noch stundenlang anherzusetzen. Ich gucke natürlich auch viel auf Social Media bei meinen Kollegen, das ist einfach so. Aber auch in Kombination mit Online-Blogs, wo Rezepte sind. Und meistens wird es dann irgendeine Mischform. Viele Zutaten, die ungesünder sind, die tausche ich dann einfach aus gegen ja, fettfreiere oder leichtere Produkte oder mit weniger Zucker enthalten, sodass es dann ja meistens ein sehr ausgewogenes Gericht ist. Denkst du, das ist der Schlüssel zum Abnehmen, dass man sich dann auch mehr sich selbst widmet, indem man die Sachen, die man isst, auch selber zubereitet? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man das nicht tut, dann weiß man ja gar nicht, was man da isst. Also ich habe tatsächlich, also Kalorienzählen ist ja nicht für jeden was. Aber beim Kalorienzählen habe ich gemerkt, was sind das überhaupt für Lebensmittel, die ich esse? Und damit habe ich mich automatisch damit beschäftigt. Mittlerweile, wie gesagt, zähle ich ja selber gar keine Kalorien mehr. Ich weiß aber, welches Lebensmittel was enthält. Aber ich denke, es ist auch vom Mindset, glaube ich, wichtig, um das Thema Ernährung und Lebensmittel zu verstehen. Klar, man könnte jetzt auch hergehen, wenn es nur um das reine Kalorienzählen geht, Sachen einkaufen im Supermarkt, Fertiggerichte, die du ja teilweise auch konsumiert hast. Die haben ja teilweise gar nicht so viele Kalorien, aber haben halt null Nährstoffe und Vitamine Input. Und das tut dem Körper auch nicht gut. Ich glaube, sich mit den Sachen auch auf dem Tablett oder hier auf der Arbeitsfläche auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auch schon mal ganz Ich wichtig. finde es auch schön, also ich finde es auch wirklich schöner, wenn man sich selber ein schönes Gericht zaubert. Ich meine, das macht man ja im Endeffekt für sich. Also ich finde es immer schön, wenn ich einen Teller vor mir habe, der wirklich auch gut aussieht und bunt gemischt ist mit viel Gemüse, meinetwegen ein bisschen Fleisch, ein paar Kohlenhydrate, wie auch immer die eigene Ernährungsform dann ist. Aber man tut sich selber damit ja auch was Gutes. Ja. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der jetzt starten möchte, der merkt, okay, die Hose zwickt und zwackt und ich tue mir damit auch nicht mehr gut in der Art, wie ich mich ernähre? Also ich würde tatsächlich mit dem Wissen, was ich heute habe, sagen, beschäftige dich doch erstmal mit den Gründen, warum du isst. Also das habe ich jetzt so im Nachgang gemerkt, das war natürlich damals auch nicht vorhanden, aber es ist ja vielleicht auch ein guter Tipp für alle anderen. Beschäftige dich damit, warum isst du? Isst du aus Stress?
isst du, weil dich irgendjemand geärgert hat? Bist du unzufrieden mit dir selber? Aus welchen Gründen isst du? Weil oft, also ich würde fast sagen 90%, ist emotionales Essen. Nicht, weil man jetzt denkt, oh, das tut mir jetzt gut, weil wir wissen alle, wie gut auch ein Salat tut. Also für die Seele ja meistens sogar noch besser, wie wenn man dann da seine Pizza gegessen hat und wieder ein schlechtes Gewissen hat, dass man sie gegessen hat. Also das wäre so Tipp Nummer 1, dass ich wirklich sagen würde, beschäftige dich mit den Gründen, warum du gerade nach Essen suchst. Hast du denn 3 ultimative Tipps, um das Mindset in eine positive Richtung zu pushen? Also mir hat am Anfang ganz viel geholfen, Bücher in die Richtung, Podcasts in die Richtung. Dann führe ich ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich wirklich morgens und abends aufschreibe, wofür bin ich dankbar oder wofür, also was ansteht, wofür ich dankbar bin. Am Ende des Tages, wofür ich dankbar bin, wie der Tag verlaufen ist. Und positives Mindset ist für mich tatsächlich auch Bewegung. Also das muss jetzt nicht irgendwie extremer Sport sein, aber ich gehe super gerne an die frische Luft, mache mir einen Podcast an oder ein Hörbuch in die Richtung und lasse den Gedanken einfach freien Lauf. Ja, das waren so meine Anfänge.